Der zweite TSG-Spieltag in 6 Worten. Heimspiel, Rekordtor, Ausgleich, Elfmeter, Pfosten, Niederlage. TSG 1, FCB 2. Ja, ist natürlich schwer heute noch nach dem Spiel. Wir haben uns auch nochmal die Szenen angeschaut. Da waren nochmal 3, 4 Szenen dabei. Wenn wir den Konter noch ein bisschen besser ausspielen, kriegen wir nochmal richtig klare Torchancen oder können aus 30, 40 Meter allein aufs Tor laufen. Das verdeutlicht dann doch nochmal, wie gut unser Spiel gestern eigentlich war. Ich glaube schon, dass wenn ich den reingemacht hätte, dann hätten wir, glaube ich, sehr, sehr gute Chancen gehabt auf 3 Punkte. Nicht nur auf 1 Punkt, sondern auf 3. Das sage ich auch so in aller Deutlichkeit, weil ich glaube, dass wir die Bayern dann knacken. Ist leider nicht so gekommen. Leider ein bisschen Pech gehabt eben in 2 Szenen dann halt, dass sie dann doch noch die Tore machen. Beim ersten steht er einfach richtig. Und beim zweiten haben wir dann ein bisschen, haben sie sogar Glück. Ich glaube, wenn der Müller den nicht so verlängert, kommt er in der Mitte gar nicht so dran. Aber so ist halt gelaufen. Ich glaube, wir können nach dem Spiel sagen, dass wir ein gutes Spiel gemacht haben, dass wir hätten was mitnehmen können. Vielleicht sogar müssen, aber es geht auf jeden Fall in die richtige Richtung und darauf können wir aufbauen. Das beschäftigt mich auf jeden Fall. Heute schon ein bisschen weniger als gestern. Kann jetzt erstmal nichts ändern an die Situation, wie es gestern gelaufen ist. Wollte Verantwortung übernehmen und ich glaube, wenn man dann so einen Elfmeter schießt oder davor steht, dann kann man, glaube ich, als Schütze nur verlieren. Ja, ich glaube nicht, dass es Pech ist. In so einer Situation von Pech zu sprechen, ist natürlich, denke ich mal, höchst unglücklich. Deshalb muss ich das auf meine Kappe nehmen. Das habe ich auch so der Mannschaft vermittelt und gebe da einen aus. Ja, Einstellung, Mentalität. Man kann, denke ich, schon sehr viel mitnehmen. Klar war es Bayern. Ich glaube, wenn wir aber auf diese Leistung aufbauen, geht es, wie gesagt, in die richtige Richtung. So muss es weitergehen. Wir dürfen jetzt nicht anfangen zu denken oder zu sagen, ja, wir haben jetzt gegen 2 gute Gegner gut ausgesehen oder relativ gut ausgesehen. Das wäre falsch, sondern müssen sagen, ja, es war okay, es war gut, aber wir müssen darauf aufbauen. Das muss jetzt der Maßstab sein für die nächsten Spiele, die werden nicht leichter. Ja, wir wussten schon, dass wenn wir was erreichen wollen gegen Bayern, auch mit der Art und Weise, wie wir es gestern gemacht haben, da schon einiges investieren müssen. Deshalb war uns das von Anfang an bewusst. Umso besser ist es natürlich, wenn es dann von Anfang an so klappt. Dass wir in den Zweikämpfen drin waren, natürlich auch direkt 1-0 in Führung gehen. Man hat aber, glaube ich, über das gesamte Spiel gesehen, dass wir richtig, richtig gute Phasen im Spiel hatten. Bayern wirklich vor Probleme gestellt haben, auch selber eigene Möglichkeiten nach vorne hatten. Deshalb können wir, glaube ich, auf der Leistung, die wir gestern gezeigt haben, auf jeden Fall aufbauen. Wir müssen halt nur schauen, dass wir jetzt nicht nur das Positive auch da draus ziehen, sondern auch in den nächsten Spielen das wirklich in Ergebnisse ummünzen. Am Samstag geht es zum Aufsteiger nach Darmstadt. 3. Spieltag bei den ungeschlagenen Lilien.